Liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, wir machen mal weiter mit Bosnien. Da haben wir aus der gleichen Brauerei auch nochmal einen Radler. Das heißt, ihr habt ja gestern vielleicht den Biertest gesehen. Da hatten wir das normale Pivo gehabt aus der weißen Dose. Heute haben wir eine gelbe Dose hier. So, und steht auch nochmal drauf Radler. Ne? Also schön die Bezeichnung. So schaut das Ganze aus, schön in Gelb gehalten, auch mit der Zitrone drauf. Sieht erstmal richtig gut aus. Auch hier geht nochmal der Gruß und der Dank raus an den lieben Markus, der dort Urlaub gemacht hat und da hat er mir das mitgebracht. Radler mit 2,1% Umdrehungen und ich gucke gerade, ob ich erkenne, was das hier für eine Mische ist. Ich glaube aber, es müsste eine 50-50 sein, wenn ich das so richtig sehe. Das ist wirklich sehr, sehr klein geschrieben. Schaut euch das mal an. Also das ist wirklich richtig krass, da brauchst du wirklich eine Brille oder eine Lupe. Ja, ich weiß, ich habe immer noch keine Brille. So, ich bin gespannt, was mich jetzt erwarten wird. Also ich vermute schon, dass es ein bisschen fruchtiger wird und genau auf das habe ich auch Bock jetzt. Irgendwie von der Temperatur draußen her lässt es das auch noch zu. Heute ist wieder ein bisschen sonniger der Tag und von daher passt das schon. Was ich auf jeden Fall positiv finde, ist die Dose irgendwie, das weiß ich nicht, ich finde dieses Gelb so, dieses in matt gehaltene Gelb mit diesem weißen oder Nektar, Radler, Pivo. Also das sieht schon gut aus irgendwie, ne? Also das hat was. Ne? Finde ich schon mal schön. So, ich mache mal auf. Oh, guter Klang auch. Und dann würde ich sagen, lassen wir mal laufen. So. Oh ja. So, gucken wir mal. Ja, gibt sich auch als Radler zu erkennen. Sieht erstmal super. Ui. Uiuiuiuiui. So, gucken wir mal. Also wir haben hier auf jeden Fall zwei fingerbreite Blume. Die kriegen wir hin. Ist beim Radler nicht ganz so wichtig, aber ich möchte es trotzdem mal zeigen. Die ist auch wieder fein bis mittelporig, bleibt sogar an der Glaswand haften. Also da muss man wirklich sagen, das hat die Brauerei richtig gut drauf. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, von der Farbe haben wir erstmal Naturtrübes. Ein schönes Naturtrübes Radler, was ich auch schon mal richtig geil finde. Und wir haben ja wirklich so ein, ja, so ein Zitronengelb, aber auch noch so einen leichten Grünstich mit drin. Also das ist so, das sieht da richtig geil aus. Also richtig so wie Zitronenwasser. Also das sieht richtig toll aus, Leute. Das ist so richtig so ein bisschen Mint von der Farbe. Da ist auch ein bisschen Mint noch mit drin. Also schon so ein bisschen in die grünlichere Richtung mit rein. Also das erinnert auf jeden Fall an eine Zitrone, ne? Das sieht auch wie Zitronensaft, Leute. Das ist geil. Also das sieht sehr, sehr schön aus. Karbonisierung per Longe erkenne ich jetzt nicht, was mich wundert. Also die Trübung ist wirklich ordentlich. Ich halte das mal rein. Also das sieht wirklich ja super aus. Also toll. Freunde, auch dieses Bier finde ich von der Optik her sensationell. Also da gebe ich auch, finde die Farbe ist geil. Gebe ich auf jeden Fall 6 von 5, /6 möglichen Punkten. Optisch ein Traum, Leute. Das sieht richtig geil aus. Ich mag da so eine Farbe, so eine leuchtenden Farben. Ja, schaut es euch an. Toll. So, dann wollen wir mal riechen. Ich muss mal betonen, die Raumnote ist tatsächlich schon da. Also du nimmst hier wirklich in meinem Namen Umkreis, ich könnte jetzt sagen im Aurafeld, im Astralkörperbereich, dann nimmst du auf jeden Fall schon eine schöne, ja, zitronige Duftnuance wahr. Mal gucken, wie das jetzt ist, wenn es intensiver ist, ne? Oh, wow. Puh. Eieiei, hat man es gut gemeint, ja, also vom Bouquet her ist es über selbstbewusst, also es ist wirklich deutlich, deutlich, deutlich wahrnehmbar, das ist so richtig, also hier riechst du richtig die Zitrone raus und ich bin am überlegen, ob das jetzt ein bisschen zu synthetisch ist oder ob das noch naturell ist, also so in diesem Bereich sind wir da unterwegs, das kann ich noch nicht so richtig zuordnen. Aber da ist auf jeden Fall sowas, so die, was mich sofort an Ahoi erinnert. Ne? Das ist so diese Ahoi-Brause. Kennt ihr die? Bestimmt kennt ihr die. Und daran erinnert mich das. Und es gab auch mal so ein Eis, das Calippo, falls das noch einer kennt. Das gab es immer in so einem Papptüte drin. Dann habt ihr das hochgedrückt und oben eine Folie weggemacht. Und dann konntet ihr da so richtig schön Calippo-Zitrone war das, glaube ich. Das ist so ähnlich. Stimmt, das ist Calippo. Ja, das ist Calippo, Leute. Das ist so wie. Ach, da werden jetzt wieder Kindheitserinnerungen wach. Müssen wir probieren, ihr Lieben. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier, beziehungsweise Radler, auf den Genuss, ne? Ui. Ach was. Ja. Oh, ja. So,
Freude. Das ist genau wie bei der weißen Dose, die wir gestern hatten. Das will getrunken werden. Das ist von den Attributen her, vom Antrunk-Attributen her, so richtig süffig, Leute. Das ist so, das hast du im Mundraum und das will sofort runtergeschluckt werden. Da ist ja wirklich gar nichts mehr mit Schluckwiderstand oder so. Ne? Das im Prinzip, das kannst du wegächsen, Leute. Das ist so dermaßen erfrischend. Jetzt wird es noch ein Problem. Es ist tatsächlich ein sehr mildes Radler, aber es, und das ist bewusst, dass ich dieses Aber sage, es beinhaltet beim Antrunk, du merkst halt schon, okay, da ist noch was entdeckt werden will. Und deswegen rate ich auch davon ab, das einfach wegzuächsen, sondern durchaus mal ein bisschen, ja, ich sag mal, genauer unter die Lupe zu nehmen, besonders was das Geschmacksprofil angeht. Weil da bin ich schon der Meinung, dass du das ein oder andere noch entdecken wirst. Ne? Aber du, das ist einfach das, boah, Freunde, das zieht sich so richtig weg, ne? Da muss ich nochmal nachschenken. Oh, schau dir die Farbe an, Junge. Oh. Das will getrunken werden, Leute. Also es ist unglaublich erfrischend. Das mit 6 Grad Trinktemperatur, es ist unglaublich erfrischend. Was jetzt ein bisschen, und das ist ganz interessant, warum ich dieses Radler auch verdammt spannend finde, das ist im Vergleich zu unseren deutschen Radlern einen ganz anderen Aufbau. Das hat so einen Aufbau, was eher so dünner ist, milder ist und wirklich nur so gezielt, so fast schon punktuell behandelte Aromaspitzen hier drin, wie sagt man, ja, die hier drin sich dann erkenntlich zeigen. Versteht ihr, was ich meine? Also du hast so wirklich nicht so, bei unseren deutschen Radlern ist ja so, du hast ja wirklich so dieses Klassische, ne? Da kannst du sagen, gut, das eine schmeckt mehr synthetisch, das andere schmeckt mehr so naturell, das eine ist ein bisschen, ja, dicker, das andere ein bisschen dünner, ne? So ein bisschen mehr Aroma, ein bisschen weniger Aroma. Hier ist ein ganz anderer Aufbau. Hier ist wirklich so, du hast eigentlich wirklich ein sehr mildes, fast schon gar nicht wahrnehmbares Radler, aber du hast so punktuell so einzelne Aromaspitzen, die sich dann so ein bisschen später auf der Zunge melden. Und das, finde ich, macht das erstmal verdammt interessant, weil dann hast du schon mal was sich abhebt und was eine interessante Abwechslung bietet. Das ist so das, was ich spannend finde. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Erstmal schon mal danke an den Markus, ja, dass ich auch in diese Gelegenheit komme, mal sowas kennenzulernen. Das habe ich nämlich in diesem Sinne auch noch nie probiert vorher, weil es ist eine ganz andere Textur. Sehr interessant. Sehr interessant, Schulz. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt muss ich da wirklich, weil das will so schnell getrunken werden, da kann man sich gar nicht auf die Nuancen konzentrieren. So, jetzt hast du da so eine... Ja, ich vermute mal, das ist Zitronenaroma, oder? Ich weiß es nicht. Also das kommt mir so ein bisschen synthetisch vor. Aber es kommt auch noch so ein... Das vermute ich mal, wird von dem Bier kommen, beziehungsweise dann vom Hopfen, weil du hast da wirklich noch so eine Herbe da so mit drin. Ne? Das erinnert mich sofort an diese weiße Dose, da hatten wir den gleichen Effekt. Ist wahrscheinlich das gleiche Fundament oder so. Und dann hast du da wirklich so dieses, ich nenne es jetzt mal Bierige noch mit auf der Zunge, was so im Abgang dann übrig bleibt. Ne? Also das ist schon interessant. Das ist interessant. Also das ist mal was völlig anderes. Das will so getrunken werden, ey, das ist so krass. Oh. Obwohl das gar nicht so fruchtig ist im ersten Moment, ja, das entwickelt sich erst. Das ist ein Radler, was verdammt viel Zeit braucht. Also man sollte dem definitiv eine Chance geben, ja. Es ist mild, es ist wässrig, aber da kommt ordentlich Aroma raus. Also das ist erstaunlich und das erinnert ein bisschen an Calippo. Leute, müssen wir bewerten. Ich bin angenehm positiv überrascht und aus dem Grund gebe ich 4/5/6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Kann man auf jeden Fall trinken. Erstmal was ganz was anderes. Finde ich super. Schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.